Liebe Genossinnen und Genossen, die Bundespartei und damit auch die Bundestagsfraktion hat ein, zwei sehr turbulente Jahre hinter sich. Und ich finde es schon mal einen großartigen Erfolg. Die Landesgruppe hat das alles unbeschadet überstanden. Wir haben uns in unserer Arbeit hier vor Ort dadurch nicht beeinflussen lassen. Und das finde ich wirklich großartig. Auch in der Bundestagsfraktion ist seit Göttingen, es wird immer gefragt, wie sieht es jetzt bei euch aus, tatsächlich so etwas wie Ruhe eingezogen. Und ich denke, der Grund ist sicherlich auch die Rede von Gregor Gysi in Göttingen. Aber ich meine, ein Grund ist auch der neue und sehr angenehme Politikstil unserer neuen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger. Das macht sich sehr deutlich bei uns in der arbeitenden Bundestagsfraktion bemerkbar und wir sprechen endlich wieder über ganz konkrete politische Themen. Wir reden, Conny hat gerade hier einige Sachen angesprochen, wieder über Europa. Wir reden über die Rentenproblematik, wir reden über die Mietproblematik, über Kinder- und Altersarmut und wir reden auch endlich wieder konkret über Ostdeutschland. Das sind alles Kernthemen, die unsere Partei hat und die an den Alltagsproblemen der Menschen anknüpfen. Und man sieht es auch konkret in den Umfragen. Wir sind noch nicht wieder auf dem Stand, wo wir mal gewesen sind. Aber immerhin ist der Abwärtstrend gestoppt. Wir haben uns bei ca. 7% stabilisiert. Zu Ostdeutschland möchte ich ganz kurz noch etwas sagen, weil das auch bei uns in der Bundestagsfraktion in der letzten Klausur eine Auseinandersetzung gewesen ist. Und die Rede von Gregor hin und wieder in der Kritik stand. Gregor hat mir persönlich auf dem Parteitag in Göttingen ganz klar aus dem Herzen gesprochen. Wir haben in der Bundestagsfraktion mächtige Auseinandersetzungen gehabt zwischen Ost und West. Katja hat mich in den letzten Tagen in intensiven Gesprächen davon überzeugt, sie ist ja auch mehr in westdeutschen Gefilden unterwegs als ich, dass dieser Ost-West-Konflikt nicht unbedingt an der Basis vorherrscht, sondern dass dort ganz konkret, dass sich die Genossinnen und Genossen sowohl in Ost und West mit ganz konkreten Sachen beschäftigen. Aber Gregor meinte in seiner Rede, und so sehe ich es auch, die Bundestagsfraktion und die Abgeordneten der Bundestagsfraktion. Und dort gibt es kulturelle Differenzen, die derzeit hinten rangestellt sind, die wir aber klären müssen. Und ich denke, sie sind lösbar, wir sind da auf einem guten Wege. Auch dann, wenn wir eine Akzeptanz in der Bundestagsfraktion finden, dass Ostdeutschland einen Erfahrungssprung hat und dass wir diesen Erfahrungsvorsprung nutzen müssen und dass dieser Erfahrungsvorsprung für uns alle ein großer Gewinn sein kann in der Gesamtpartei. Und solange wir Probleme in unserer Gesellschaft haben, solange zum Beispiel der Rentenwert zwischen Ost und West 11% Differenz aufweist, so ist es unsere Aufgabe als ostdeutsche Interessenvertreterin, immer wieder darauf hinzuweisen. Liebe Genossinnen und Genossen, die Landespartei hat an uns sächsische MdB der Linken ganz konkrete Anforderungen formuliert. Das war einmal, wir sollen eine Landesgruppe bilden. Das zweite war, wir sollen konkrete Politik machen, wir sollen in der Öffentlichkeit als Team wahrnehmbar sein und wir sollen uns ganz klar in die Politik und Strategie des Landesverbandes mit einordnen. Wir haben diese Anforderung der Landespartei eigentlich zu unserem Selbstverständnis in den letzten Jahren gemacht. Und es ist nicht nur so, dass wir uns regelmäßig treffen und unsere Dinge besprechen, sondern wir haben auch einen sogenannten Personalpool oder eine Personalunion gebildet. Marco Vorberger ist unser Mitarbeiter. Das ist keine Selbstverständlichkeit, deshalb erwähne ich es hier. Meines Wissens nach sind wir die einzige Landesgruppe im Bundestag, die sich so organisiert hat. Und wir haben uns auch ein kleines Budget zusammengestellt, mit dem wir unsere Aktion koordinieren können. Mit dem, mit was wir in die Öffentlichkeit gehen, das ist hoffentlich mittlerweile bekannt, sind die jährlich stattfindenden, in der Regel zweimal, Sachsentouren. Und wir versuchen auch thematisch, inhaltlich damit immer an die derzeit im Landesverband aktuellen Debatten anzuschließen. Im Jahr 2010 haben wir zum Beispiel die Tour der erneuerbaren Energien unter dem Motto »Die Zukunft ist erneuerbar« durchgeführt. Dort haben wir das erste Mal den Test gemacht, dass wir auch mit anderen Formen in die Öffentlichkeit gehen. Also nicht bloß hingehen, Podiumsdebatten und Zettel verteilen, sondern wir haben dort angefangen, wir sind in die Betriebe gegangen, wir sind zu Vereinen gegangen, haben mit Betroffenen gesprochen und haben einfach erstmal den Moment des Zuhörens mit praktiziert, was ja für Politikerinnen und Politiker nicht immer ganz so einfach ist. Wir haben 2010 außerdem die Tour gemacht, Kommunen in Not. Es ging um die Finanznot der Kommunen. Dort haben wir versucht, mal ein paar kreative Elemente einzubauen. Zum Beispiel Katja Kipping hat mit anderen Genossinnen und Genossen in Dresden als Bettlerin verkleidet vor dem Rathaus für die klammen Kassen gesungen. Vielleicht kann sie ja uns noch einiges von damals zum Besten geben heute hier auf dem Parteitag. Im Jahr 2011
haben wir dann die sogenannte Dialog- und Sozialtour durchgeführt, in der wir das Problem Kinderarmut problematisiert haben und unser Modell der Kindergrundsicherung mit Vereinen, Verbänden, Initiativen diskutiert haben. Und wir haben dort versucht, mal so ein paar interaktive Elemente mit einzubauen. Wir hatten ein Kunstprojekt dabei, Leben in der Box hieß das. Das war ein Container auf die Marktplätze gestellt mit ein paar Künstlerinnen dabei und die Kinder konnten dann auf dem Marktplatz in dieser Box versuchen, sich ein Kinderzimmer so einzurichten, wie sie es am liebsten hätten, damit sie auch mal mit was dazu zu sagen hätten. Und im Jahr 2012 hatten wir ganz klar das Thema, dürfte allen bekannt sein, Fair Wohnen. Die TLG, Wohnungsgenossenschaft, die privatisiert werden sollte, ich muss das jetzt nicht weiter ausbauen. Und dort haben wir in 9 Städten in Sachsen insgesamt Veranstaltungen gemacht, zusammen mit dieser Genossenschaft, die wir gegründet haben. Und diese Veranstaltungen sind auch alle sehr, sehr erfolgreich gewesen. Dort haben wir wieder mal gesehen, wenn wir uns um ganz konkrete Alltagsprobleme der Menschen kümmern, dann kriegen wir auch einen Zugang zu den Menschen, zu unseren Wählerinnen und Wählern. Und es wird sehr stark angenommen. Und wir hatten noch eine Tour unter dem Motto, kein falsches Spiel mit der Rente, eine solidarische Alterssicherung. Dort waren sogar ehemalige Bundestagsabgeordnete mit eingebunden. Heidi Lüth hat uns tatkräftig dabei mit unterstützt. Dafür recht herzlichen Dank auch nochmal. Und dieses Jahr zu Weihnachten planen wir noch eine Extra-Aktion unter dem Motto, Ihnen ein schönes Fest, der Verkäuferin einen guten Lohn, wo wir vor den Shoppingcentern in Sachsen präsent sein wollen mit einem großen Transparent und darauf hinweisen wollen, dass wir für einen Mindestlohn stehen. Insofern sind wir sozusagen in dem Projekt Dialog für Sachsen, was jetzt diskutiert und auf den Weg gebracht wird, eigentlich schon länger Bestandteil. Aber die Touren sind für uns auch selber als MdBs wichtig, weil wir bekommen bei den Touren Informationen und Beispiele genannt von verfehlter Bundespolitik, die wir dann wieder in unserem Alltag im Bundestag benutzen können, aber die wir auch im Wahlkampf als Argumentationshilfe nutzen können. Wir sind, Axel hat es heute schon erwähnt, in Bonn gewesen. Bonn ist übrigens eine wunderschöne Stadt, großartige Bürgermeisterin dort, Oberbürgermeisterin, Entschuldigung. Und dort ist uns ein Beispiel genannt worden, eine Bedarfsgemeinschaft, ein Mann, eine Frau. Und sie haben eine Tochter, die Tochter ist blind. Die blinde Tochter ist in der Woche in Chemnitz, kommt nur Wochenende nach Hause. Gab es einen Schicksalsschlag, der Mann musste aus der Wohnung raus, weil ein Pflegefall geworden ist, also war die Wohnung zu groß. Die Frau musste umziehen und ihr wurde nur eine Einzimmerwohnung zugesprochen. Wo das Problem natürlich existierte, was passiert mit der blinden Tochter, wenn sie am Wochenende nach Hause kam. Dieses Problem wurde mittlerweile vorbildhaft gelöst. Sie hat jetzt eine Zweiraumwohnung, ist ja schon mal nicht schlecht. Nun kam er dazu, die Tochter gehört ja, weil sie hauptsächlich in Chemnitz ihren Lebensmittelpunkt hat, nicht zur Bedarfsgemeinschaft. Jetzt wird darum gestritten, dass das Kindergeld, was für die Tochter da ist, nicht von dem Bedarfssatz der Mutter abgezogen wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, das sind so eine Beispiele, wo ich sage, wie kann es sein, dass es Menschen, die es eh schon schwer haben im Leben, dann durch die Behörden noch schwerer gemacht wird? Und das ist, ich kann es nicht anders ausdrücken, eine Sauerei, die einfach mal wieder deutlich zeigt, dass Hartz IV nicht bloß eine Fehlkonstruktion ist, dass das eine Ungerechtigkeit ist und dass wir ganz klar mit unserer sozialen Grundsicherung ohne Sanktionen dagegenhalten müssen. Zum Schluss möchte ich gerne noch auf Folgendes hinweisen, Katja hat es schon angesprochen. Wir haben auf Bundesebene, brauchen wir diese Beispiele, beziehungsweise auf Bundesebene überall, wenn wir unseren Straßenwahlkampf dann beginnen, um auch nochmal darauf hinzuweisen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich gewesen ist. Und auf Bundesebene hilft uns die SPD gerade wieder hervorragend. Sie hat Per Steinbrück nominiert. Als wir das erfahren haben, saßen wir gerade bei Frau noch Dr. Schawan zusammen, wegen den Haushaltsverhandlungen. Und es kam große Freude auf bei allen, außer beim SPD-Kollegen, verständlicherweise. Weil man muss natürlich darauf hinweisen, dass Steinbrück Finanzminister in der Großen Koalition gewesen ist. Er hat damals massiv die Deregulierung der Finanzmärkte mitbetrieben. Er ist ein harter Verfechter von der Agenda 2010. Er ist zumindest in bestimmter Art und Weise, es gab einen Untersuchungsausschuss dazu im Bundestag, an dem Bankencrash der HAE mitbeteiligt gewesen und er war am Anfang auch gegen die Konjunkturpakete. Das sind alles Dinge, die man in der Öffentlichkeit nochmal präsentieren muss
Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn man das alles zusammenfasst, so absurd wie das erscheint, aber ich glaube einfach, mit dem Kandidaten Steinbrück als Kanzlerkandidat werden wir es schaffen, wieder über 10% zu kommen. Danke.